Hallo, da bin ich wieder bei der Evil Within. Ich habe mir nämlich ein paar neue Horrorspiele gekauft und die würde ich gerne präsentieren, aber ich bin stur und sage nein, wie versprochen, ich spiele das Spiel zu Ende und dann kommen ein paar nette Spiele wieder. So, die kann ich nicht verbrennen. Nee, vergiss die Axt. Ah, scheiß drauf, ich nehm's mal. Irgendwas wollte ich sagen, genau. Wenn man sich jetzt ein Horrorspiel kauft, das ist mir heute schon aufgefallen, dann steht ja immer drauf, Epilepsiewarnung und so weiter und so weiter. Ich finde das ziemlich lustig. Da steht nicht, bevor man das Spiel kauft. Das heißt, du kaufst dir das Spiel und dann steht da drauf, Epilepsiewarnung, Farben und so weiter. Finde ich nicht fair. Ja, wie bei Pineapple Drive wird das auch später darauf hingewiesen. Oh, Scheiße. Bei Pineapple. LOL. Bei Pineapple Drive wird das. Ich hasse es, wenn ich mich nicht aussprechen kann. Ja, das. Wir gehen jetzt wieder. Naja, machtlos. Ich war schlecht vorbereitet. Ach, ich hasse es, wenn ich mein Wort nicht sprechen kann. Ah ja, das gefällt der Geld, das ja steiger mal so richtig ordentlich drauf, genieße es. Nochmal. Bei Pineapple Drive, bei diesem Spiel, dann habe ich mir gerade ein Spiel gekauft, habe ich damals die Demo-Version gehabt. Und da steht das nämlich drauf, dass eben diese Epilepsie waren. Man sollte das vorher schon schreiben, wenn man schon sowas macht. Das ist jetzt aber modern, das lese ich jetzt schon wirklich überall. Vielleicht ist das jetzt, weil so viele Unfälle passieren. Aber wenn ich Epilepsie habe oder sonst was, dann spiele ich keine Horrorspiele. Ist zwar schade für denjenigen, aber kann man nichts machen. So. Folgendes. Ich habe kein. Ich habe gar nichts. Ja, was soll ich machen? No risk, no fun. Aber gleich mit einem Schuss. Der war ein schlechter Schuss, sollte mich schämen. Oh, da steht auch nicht mal. Hey, du bleibst da schön liegen. Komm her, ich muss mit dir reden. Jetzt habe ich ihn aber die Birne weggeschossen. Theoretisch gesehen darf er nicht mehr aufstehen. Ich habe auch keine Streichhölzer. Dann werde ich. Ich nehme auf, ja. Ja, ich habe wieder Spätschicht, Leute. Das bedeutet so viel wie. Was mache ich da? Bedeutet so viel wie. Es werden jeden zweiten Tag möglicherweise Videos kommen. Finde ich blöd, kann nichts machen. Ist halt so. Ja, genau, damit kann man die Waffen aufwerten. So, da ist nichts drinnen. Nichts Brauchbares. Die Lebensanzeige von den Typen erscheint. Ja, ist schon noch. Ist schon da. Ich renne ja schon. Ach, nee. Das ist ja immer ein schlechtes Zeichen, wenn man da. Weißt du was? Geh mal rauf. Bevor du runtergehst, ich habe ein schlechtes Gewissen. Kidman, wo bist du? Da sehen wir uns aber auf. Kugeln. Schön. Ich gehe da nicht runter. Ich hab das Gefühl, dass dann so einer auftaucht. Kontrollpunkt. Wir gehen jetzt mal in den Raum hinein. Zack, er dreht die Tür ein. Wahrscheinlich ein Fail. Wahrscheinlich wird da einer aufstehen. Nicht. Ich kann sie nicht verbrennen. Der Grund liegt daran, ich habe keine Streichhölzer mehr. Ich kann aber nicht springen. Halt durch! What the fuck? Ja, ich kann nichts machen. Scheiße. Okay, das gehört so. Ich muss nach unten. Ich habe es mir schon gedacht. Ich gucke jetzt nach hinten. Okay, hinten taucht keiner auf. Ich schaue nur, ob ich was zum Werfen habe. Jawohl. So, da erspare ich mir schon einiges. Jetzt gehe ich zum Typen hin und schieße die Birne weg. Scheiße. Ja. Wer ruft mich jetzt an? Oh nee. Hört ihr das? Das ist nicht geplant. Ich komme gleich. So, da bin ich wieder. Wichtiger Anruf. Es ging um meine Wohnung. Oder die Wohnung, die ich vielleicht bekomme. So, wir heben uns das auf.
Warte, wir rennen lieber. Ach nee, nicht schon wieder. Sebastian! Nein! Ich bin hier der Boss. So, wir müssen schauen, wer von... Wer ist von euch jetzt? Ah, da ist der. Oh mein Gott. Ein recht dicker Mann. Oh, das war jetzt ein perfekter Headshot. Und so einen Headshot gönne ich mir gerne. So, der schaut mir irgendwie so aus, wie ich stehe jetzt bald. Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Ja, ja, Gott sei Dank sind wir wieder zusammen. Hat ja lang gedauert. So, ich, ja, wahrscheinlich muss ich die Türe öffnen. Nein, müssen wir nicht. Na, und jetzt? Wie öffne ich jetzt die Türe? Mach ruhig. Achso, ich bin nicht im Weg. Ja, leg los. Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Heimund. Letztens habe ich Haare. Ich verliere Haare und dann presse ich sie. Weiter jetzt. Ich spiele nicht mit dir, wir spielen mit unserem Hauptcharakter. Das ist schon mal gut. Ich mag ihn irgendwie jetzt so, ich weiß nicht. Oh. Gehen wir. Gehen wir. Yes. Oh, ich kann nicht laufen. Das ist irgendein Grund. Gott sei Dank, ihr seid okay. Das ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Oh fuck, das ist ja die. Oh mein Gott. Sie ist wieder da. Sie lasst uns nicht in Ruhe. Noch eine dieser Türen. Ich habe vergessen, dass ich das Licht einschalten kann. Das vergesse ich immer wieder und dann ist es immer so finster. Noch eine dieser Türe. Musik. Also ich glaube, es wird jetzt ziemlich hart werden. Das hat mich erschreckt. Schon wieder diese Puppe. Oh, wir kommen jetzt bald in... Detektiv Sebastian Castellanos und Detektiv Mira Hansen. Würde dich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 und 12.30 Uhr in der Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Klar, Spiegel zerreißt. Wunderbar. Nein, ich habe eigentlich nichts vergessen. Vielen Dank. Ich hole mir jetzt eine Munition im Schrank und dann bin ich wieder weg. Ja, immer mit meinem Durst. So. Laufen kann man wenigstens. Das ist schon mal Vorteil. Danke. Ja, das war's. Ich habe bis jetzt keinen Schlüssel gefunden. Es gab auch sicher Schlüssel. Wir müssen nachher eine liebe Frau töten. Ich weiß sogar den Namen, ich sag's aber nicht. Ja, weil sonst, woher ich den Namen weiß, sage ich nicht. Aber ich weiß, wie sie heißt. Oh, speichern. Annehmen, yes. Ich habe gespielt insgesamt 3 Stunden, 10 Minuten und 13 Sekunden. Steam sagt 5 Stunden. Komisch. Wie viele Minuten haben wir noch? Ah, jetzt ist schon... Ach, egal. Achso, ich habe ja telefoniert auch noch. Ah, falscher Raum. Nein, geh da nicht rein. Das war ein Fehler. Entschuldigung. So, schnell, 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 schnell. Wir müssen nämlich eine Dame besiegen. Nimm ich auf, ja. Mich würde es gerne interessieren, was das für eine sogenannte Engine ist.
Wow. Komisch, die Schnur kann ich nicht kaputt machen. Warum gehst du so langsam? Ah, wir müssen da durch. Ah, warte, ich probiere was. Ich weiß nicht, was diese Schnur macht. Ich weiß aber, dass ich unten Besuch habe. Wir müssen aber runter, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ach nee, so viel Leichen. Und da liegt was Schönes. Ja, da gab es jetzt einen Schalter und den habe ich jetzt nicht gesehen, wie er sich jetzt gelöst hat. Und Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ich habe keinen Plan. Ich gucke mir das jetzt. Wenn ich doch. Ich weiß nicht, das ist eine Schnur und man draußen. Ich renne jetzt, lauft einfach stupide. Wir probieren das jetzt einfach. Nur gucken, was da passiert, wenn ich über eine Schnur so. Einfach nur testen. Ist jetzt egal. Ich habe eh gespeichert. So, wir reißen jetzt die Tür auf. Wir rennen jetzt einfach mal stupide durch. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich gern. Also ich hätte das schon gern gewusst, wie weit das jetzt gehen wird. Okay, ich betätige die Schnur noch. Der Stachel ist ja am Boden, die Löcher, genau. Okay, hallo zum dritten Mal. Wir laufen jetzt wieder zurück. Ich befürchte, wir müssen trotzdem nach unten. Ne? Stimmt. Muss ja aber nicht sein. Wir testen das. Wow, wir sind wieder back. Da unten sind jetzt solche komischen. Ja, lol, man sieht jetzt die Löcher nicht. Die Schalter aktivieren sich genau dort, wo die Leiche ist. Ich gehe jetzt dahin. So, aus. Das war's auch schon. Das dürfte jetzt eine Leiche. Ich warte kurz. Wer ist das? Etwas sieht mich. Okay, wir laufen jetzt mal zurück. Wenn zwei Leute sind, kann ich nichts anderes machen, als die Schrot verwenden. Das tut mir so elends weh. Geiler Headshot, wir wechseln jetzt. Ja, ich sehe dich schon. Ah, komm schon, guck mich an. Oh. Oh. Ja, die Genauigkeit ist zum Kotzen. Ich kann nicht aimen mit dem Controller. Ich geb's zu, ich bin ein voller Noob, wenn es um sowas geht. Was bist das gewesen? Jetzt habe ich auch keine Munition mehr wegen diesen Typen. Oh ne, nicht einmal. Endlich, endlich, endlich. Genau, nehme ich nach die Gegner. Das ist ja nicht so. So, was gibt's? Gibt's ja auch nichts Besonderes. Wir verbrennen den einmal. Gibt's auch nichts, okay. Fuck, werde ich mich erschreckt. Alter, was war das jetzt? Woher soll ich wissen, bitte, wo die Fallen eingebaut sind? Okay, da kann aber nichts sein. So, holen wir uns das schnell. Okay, das kann man brennen. Das bedeutet, wir werden jetzt Besuch haben vorne. Ach nee. Da tropft Blut. Scheiße, und ich weiß immer, was das ist. Oh shit. Jetzt hätte ich es nicht gewusst. Ach nee. Geh mal nicht auf die Eier. Oh, das wollte ich jetzt sagen. Verbrennt! Ich weiß aber nicht, ob sie Feuer mag. Sie mag das nicht. Sie mag das Feuer absolut nicht. Mit Feuer scheint's zu gehen. Oh, hätte ich doch Explosivbolzen. So,
Sie ist jetzt da durchgerannt, das heißt so viel wie, wenn man sich wehren möchte, muss man sie ein bisschen Feuer abgeben, danach verschwindet sie wieder zur Sicht. Das ist das. Geh weg. So. Hier mein Container. So Leute, Kontrollpunkt haben wir schon mal erreicht. Ich mache jetzt aber eine Pause und sage danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns. Bis dann. Wiedersehen.